Das Team of the Tournament ist gekommen mit geistkrank guten Spielern. Wir haben ein komplettes Team, einige SBCs, ein Player Object zum Erspielen und eine Flashback SBC von Cristiano Ronaldo ist zusätzlich gekommen in seinen jungen Jahren mit geilen Stats. Die kosten natürlich ein bisschen was und in dem Video schauen wir uns diese SBC mal genau an. Ich zeige euch die beste SBC-Lösung und am Ende reden wir drüber, ob das Ganze preis-leistungsmäßig überhaupt lohnen wird. Alles in dem Video, also bleibt bis zum Ende dran. Gebt schon mal einen Daumen nach oben für das Video, würde mega, mega supporten. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr und ist einfach kostenloser Support für mich. Würde mich mega, mega freuen. Genug dazu, wir gehen gemeinsam rein in Ultimate Team und schauen uns die Cristiano Ronaldo Flashback SBC mal etwas genauer an. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Heute geht es mal rund um das Team of the Tournament, beziehungsweise speziell um eine SBC, die gekommen ist jetzt am Freitag. Und zwar eine Flashback, nicht nur irgendeine. Es geht um die von Cristiano Ronaldo. Wir gehen direkt mal rein gemeinsam in Ultimate Team. Geisteskrankes Event, Team of the Tournament. Vorab, wir werden hoffentlich gleich mal den Ladebildschirm sehen. Also Mbappé und Messi in einem Event zusammen ist schon krass. Dazu noch Cristiano Ronaldo als SBC. Also Ronaldo, Mbappé und Messi zusammen, alle drei in einem Event. Geistesgestört. Und bevor wir uns diese SBC jetzt mal anschauen, ich habe noch ein Jumbo Premium Goldspieler Pack. Das machen wir jetzt auf. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ziehen wir was Geiles. Deswegen habe ich mir das Pack jetzt noch aufgehoben. Ich habe es vor einer halben Stunde bekommen für das Video. Wir gehen mal rein. Vielleicht habe ich Packluck. Wer weiß. Und ziehe jetzt gleich mal ein Mbappé, Team of... Oh, ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen, ne, wo ich das gesehen habe. Irgendwas, ja, ist ein Suarez. Ah, nicht, nee, nicht, nichts Gutes. Vielleicht noch was Geileres dahinter. Ja, okay, war ein SBC-Futter-Pack. Ja. Kommen wir zurück zur SBC, Jungs. Heute ist er gekommen als Flashback. Er war schon geleakt. Und die Frage war, als was kommt er? Er ist gerade vereinslos. Und das ist sogar ganz gut gerade für uns. Denn dadurch ist er gekommen als, Club Portugal einfach. Das heißt, super vom Chemiepunkteaufbau her. 5 Sterne, 4 Sterne hat er. 91 Pace, 89 Dribbling und 84 Schuss. Finde ich extrem cool. 75 Pass, 73 Physis und 31 Def. Bei gesamt einer 7 und 80er Gesamtrating. Wir haben ihn standardmäßig auf linken Flügel, können auch im linken Mittelfeld spielen, aber auch auf rechts im Flügel und auch im Sturm. Also absolut flexibel. Antritt 93, 85 Abschluss und Schusskraft, Beweglichkeit 87, Balance 83, Reaktion 96, Ballkontrolle 91, die Ruhe 98, Ausdauer 85. Meiner Meinung nach geisteskrank gut. Die Spieleigenschaften, Powerfreistoß, Flair, Distanzschuss und Außenrissschuss. Das sind alles so Standarddinger, aber an sich eine sehr coole Karte. Gerade die wird in viele Teams reinpassen. Portugiesen kriegt man fast in jeder Liga unter. Und da er ja auch Portugal als Verein quasi hat, ist es natürlich 1A. Und durch die 5-Sterne-Skill würde er auch ziemlich beliebt sein bei den meisten von euch wahrscheinlich. Und Ronaldo allgemein, Flashback, sowas muss man eigentlich so schon mitnehmen, wenn der Preis dann stimmt. Und auf den werden wir uns jetzt mal bisschen fixieren. 4 Teams sind's. Es ist sehr, sehr simpel. Das erste Team braucht einen Portugiesen in der Startelf und eine Gesamtbewertung von 84. Dafür bekommen wir ein Goldpack. Beim zweiten brauchen wir einfach nur ein 85er Team. Dafür bekommen wir ein Prime Goldspieler Pack. Beim dritten brauchen wir ein 87er Team, mehr auch nicht, und bekommen ein seltenes Elektrum Spieler Pack. Und beim letzten brauchen wir einfach nur ein 88er Team und kriegen ein Megapack. Also kurz gesagt, ein 84er, ein 85er, ein 87er und ein 88er Team. Und einmal einen Portugiesen. Also wir brauchen ja eigentlich nur auf Rating achten. Und ich bin euch mal ehrlich, Jungs, wenn ihr Weekend League spielt, Rivals Rebirth, kriegt ihr den so schon mal ganz gut hin. Ich habe jetzt 7 Wins gerade mal Gold in der Weekend League, weil ich mit dem 2 Monate alten Team noch gespielt habe. Ich habe aus 2 84 Plus Packs einmal den Kimmich 89 gezogen, den Van Dijk 90. Packs geöffnet, da kam ein 86er De Gea raus. Und in dem gleichen Pack war noch ein Skriniar drin, 86. Also allein da schon mal gute Grundlagen und es waren schlechte Rewards. Wenn ihr gute Rewards holt und da auch was Gutes zieht, plus noch Squad Battle und so, könnt ihr euch den Safe schnell holen. Wir haben auch allgemein ja gerade viel, viel Möglichkeiten, gut SBC-Futter-Packs zu holen. Ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes, Jungs. Bevor ich dazu komme, würde ich jetzt einfach mal alle Teams bei Footbin versuchen, so gut wie möglich zu bauen. Wir schauen uns die Teams an. Ich zeige euch die ganzen Spieler, die günstigste Variante. Dann gucken wir uns mal genau den Preis an und dann geben wir ein Fazit ab. Machen oder eher nicht.
Bevor wir aber in Foodbin mal schauen, was die günstigste Alternative ist, ganz kurz für euch eine geile Alternative, wenn ihr gerne Energies trinkt oder Gaming Booster. Denn mein Partner Drehwerk hat mir das zukommen lassen, diesen nice Shaker, vor kurzem erst leer getrunken. Ich feiere durchsichtige, weil da drin sieht man die Farbe von den Gaming Boostern mal geil. Und dazu, meiner Meinung nach, die beste Geschmacksrichtung, was bei Gaming Boostern überhaupt möglich ist, Raspberry Vanille. Schmeckt geisteskrank geil, und wenn ihr auch mal Bock habt, das mal zu testen, unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr einen Link. Wenn ihr über den einkauft, das ist mein Link, spart ihr 30%, wenn ihr noch nichts da gekauft habt. Und selbst wenn ihr da was gekauft habt, immerhin immer noch 10%. Also jetzt die perfekte Möglichkeit. Schaut da vorbei, würde mich mega supporten. Kuss geht raus, jetzt geht's weiter in dem Video. Wir starten direkt mal rein mit dem ersten, dem 84er Team. Ich habe das Team mal gebaut. Wir sind laut Foodbin hier bei knapp 25k. Also wenn ihr gut Snipe kriegt, den bestimmst du für 24k das Team. Griezmann, Ruben, Neves und Mount sind im Sturm. Hummels, Vlahovic und Insigne im Mittelfeld. Und die Verteidigung besteht aus Berardi, Ödegaard, Chiellini und Tadic. Und Partey steht im Tor. Macht euch am besten ein Foto, pausiert das Video, screenshot es ab und könnt das dann später einfach einbauen. Kommen wir zum zweiten Team direkt. Ein bisschen teurer bei 61,6 laut Foodbin. Also für 60,5 kriegt es locker. Mahrez, Kovacic im Sturm, Thiago, Handanovic, Savic und Unai Simon im Mittelfeld. Die Verteidigung besteht aus Vlahovic, Asensio, Müller, Bastoni und im Tor haben wir Sergio Ramos. Preislich, hier geht's noch, kommen wir zum ersten Team, was wirklich deutlich teurer ist. Im Sturm Thielemans, Courtois, im Mittelfeld Seko, Gianluca, Modric und Casemiro. Die Verteidigung besteht aus Hazard, Savic, Canales und Ederson und Handanovic steht hier im Tor. Laut Foodbin sind wir hier bei knapp 169k, 167, 168k mit guten Snipen, sind wir auf jeden Fall dabei. Das letzte und damit das Abstand teuerste Team, vorab jetzt sind wir bei ungefähr 230k. Im Sturm Benzema, Lewandowski und Tielemans, das Mittelfeld Matip, Ndidi, Navas, Haaland und in der Verteidigung Partey, Sancho, Kroos und Modric ist hier im Tor. Gesamtkosten sind wir laut Foodbin bei roundabout 488.000 Münzen. Ist eine stolze Summe. Lohnt sich das für diesen Ronaldo oder nicht? Wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es auf der Flügelposition ähnliche Varianten, die viel, viel günstiger sind. Also rein vom Preis-Leistung für die Karte in-game lohnt es sich meiner Meinung nach nicht. Aber es gibt eine kleine Ausnahme. Bei solchen Karten finde ich immer, es ist eine Flashback von einem der besten Spieler auf dieser Welt aller Zeiten überhaupt. Die würde es nicht so oft geben. Vor allem in seinen jungen Jahren mit bisschen mehr Pace und einfach ein bisschen mehr Beweglichkeit, einfach ein bisschen mehr an FIFA angepasst im Gameplay, dass er auch wirklich spielbarer ist. Und da muss ich sagen, kann man sie ruhig mal abschließen für 488k, auch gerade aus dem Grund mit diesem ganzen Swap-System, was wir ja gerade haben, wo wir auch ja einfach viele Packs bekommen, wo wir 20 mal 82 plus 83 plus Spieler haben, einfach gerade viel Möglichkeit, gutes SBC-Futter zu sammeln, wo wir gar nicht viel Coins ausgeben müssen. Nächste Woche kommt das Winter Wildcard auch noch dazu, da kriegen wir auch noch Möglichkeiten. Ich weiß gerade nicht, wie lange die Ronaldo SBC jetzt noch drin ist. Wäre zu wünschen, dass sie noch länger drin ist, weil wie gesagt, nach dem Event Winter Wildcard, ich würde gleich mal nochmal schauen, wie lange ist denn Ronaldo drin? Ronaldo ist hier drin für 13 Tage, also noch zum Winter Wildcard Event tatsächlich am 23., also nächste Woche Freitag. Kommt das nämlich schon, da könnt ihr auch noch ein bisschen was mitnehmen, habt nicht viel Zeit, aber immerhin ein bisschen und deswegen kann man den schon ganz gut eigentlich abschließen. Deswegen von mir, wenn ihr ihn wirklich braucht und euch leisten könnt, ist ein Go. Ansonsten nicht euer ganzes Team verkaufen, nur für die Karte lohnt sich nicht. Aber wenn ihr euch ihn leisten könnt, Ronaldo supporten wollt, Fan seid, kann man die auf jeden Fall gern machen. Das ist meine Meinung zu dieser SBC. Auf eure Meinung bin ich auch gespannt, also schreibt hier gerne in den Kommentaren und lasst zum Ende vom Video einen Daumen nach oben da und abonniert sehr gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr absolut gar nichts mehr. Das war's zu mir. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann rein, aber nicht im Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippetippetapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey. Fülle, Fülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.